Hola! Hey! Amber, eine kurze Info über das Fotografieren auf Mallorca. Es ist so genial hier. Upp, das bin ich. Hi! Ja! Das Ziel der Reise war abschalten, Kraft sammeln und natürlich auch ein bisschen fotografieren. Und zu diesem Zweck, ja, ich fange hier an, ich mache hier weiter. Zu diesem Zweck ja, habe ich ja, die billigste Ausrüstung eingepackt, die ich im Studio hatte. Eine Digicam, eine Canon EOS 1300D oder so, die sind natürlich in meiner Fotobox drinnen. Handy ist geladen, eine Actioncam um 30 Euro habe ich noch eingesteckt, eine Flasche Mineral, die Badehose an. Und naja, das war's. Da drüben ist die Touristenhochburg Cala Millor. Da geht es so richtig rund bis hier. Ab da wird es wieder ruhiger. Und das gleiche hier drüben. Hier ist das letzte Hotel. Hier. Wieder so ein Touristenbunker. Und ab da, es ist genial. Da hört der Strand auf. Dann von Leute. Und hier ist das Land. Ja, einfach schön. Nach jetzt bald 10 Jahren oder über 10 Jahren schon fotografieren. Hat angefangen die Kreativität zu leiden und ja, Job war Job und einer nach dem anderen und alles toll, alles super. Und irgendwann kam da der Punkt, vor 2-3 Jahren, wo ich mir dachte, ne, da muss es doch noch mehr geben. Also, ja, jetzt ist der Moment. Billigster Flug, billigste Unterkunft, billigste Mietauto und das war alles noch zu viel. Für das nächste Mal kommt noch weniger, nur das Nötigste eingepackt. Checkliste findest du eher auf dem Reiseblog. Und ja, jetzt möchte ich dich ein bisschen mitnehmen in das Land. Einfach nur mit der Kamera oder mit dem Handy einfach nur Fotos gemacht habe. Die Bearbeitung erfolgte dann im Fridge mit Camera Raw. Und in Photoshop vielleicht ein bisschen nachgebessert, keine Ahnung, lasse ich mich überraschen, ganz spontan. Ja, zeigt dir vielleicht auch noch ein oder zwei Videos von vorher nachher Fotos, was man so machen kann, aber nicht muss. Okay, viel Spaß beim Zusehen, super tolles Wackelvideo. Kommt noch ein bisschen Musik und blende dir die Fotos ein. Ciao.